Ja, liebe Grüne Nordrhein-Westfalen, wir sind hier auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Freiburg und wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen Parteitag hier erlebt. Wir haben einen tollen neuen Bundesvorstand gewählt, mit einem NRWler auch drin, mit Malte Spitz. Wir haben einen tollen neuen Parteirat gewählt, mit drei NRWlern, nämlich mit Bärbel Höhlen, mit Volker Beck und mit Max Löffler als neuem Mitglied. Und wir haben vor allem hier tolle Beschlüsse gefasst. Wir haben als Nordrhein-Westfalen einen tollen Antrag gestellt, der ein Verbot der Atomtransporte von Aarhus nach Russland beinhaltet. Der ist hier übernommen worden, abgestimmt worden, verabschiedet worden. Das erhöht doch mal oder verstärkt unsere Position, um da die Bundesregierung in die Verantwortung zu nehmen, diese Atommülltransporte nicht nach Russland zu schicken, in diese hochverstrahlte Region nach Mayak. Wir haben aber vor allem hier auch sehr intensiv debattiert zur Rolle der Städte und Gemeinden, der Kommunen. Und das ist natürlich für Nordrhein-Westfalen sehr relevant, weil wir ja gezeigt haben bei unserer Wahl im Mai, dass man mit dem Thema starke Städte und Gemeinden auch eine Wahl gewinnen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass hier die Kommunen und das Land und der Bund einen Schulterschluss üben, dass wir 2013 diese kommunalfeindliche Politik auf Bundesebene wieder beenden, dass wir keine Politik zulassen, die zulasten der Städte und Gemeinde geht, dass wir stattdessen den Kommunen neue Handlungsspielräume geben, finanziell, aber dass wir vor allem auch den Bund in die Pflicht nehmen, sich bei den Soziallasten zu beteiligen und dass wir da eben dafür sorgen, dass unsere Städte und Gemeinden wieder handlungsfähig sind und unsere Demokratie vor Ort gestärkt wird. Deswegen toller Parteitag hier in Freiburg und ein guter Rückenwind jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate für uns als Grüne Nordrhein-Westfalen.